Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mass Effect plus 2 und 3 und eventuell sogar 4, wenn es denn da schon draußen ist. Ja, wir sind mit unserem Landry Shepard jetzt hier unterwegs. So, ja cool, pack mal die Waffe weg. Hey Leute, ihr könnt hier nicht mit Waffen rumlaufen. Nein, 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 das geht hier gar nicht. Und ich habe gemerkt, dass die ungepatchte Grafik in meinen Aufnahmen rüberkommt. Oh. Damit meine ich nämlich, weil das Spiel ist eigentlich für Windows Vista höchstens konzipiert. Aber die haben es dann halt für Windows 7 und 8 umkompatibilisiert. Ah. Und dadurch sind hier, merkt man es richtig, dass es eine ältere Grafik ist, Grafik Engine vor allem. Und deswegen kommt es teilweise sogar ein bisschen unscharf rüber, aber ich hoffe, es stört euch nicht. Ich werde mal gucken, dass ich das irgendwie dann noch ein bisschen schärfer schneiden kann. So, auf jeden Fall, das war's jetzt auch schon damit zur Info. Dann können wir jetzt weitermachen. Was haben wir denn hier? Überbrückung starten. Mann. Oh, Magie. Was haben wir denn hier? Ein Raum. Vielleicht ist da was drin in dem Raum. Ich verstehe, was Sie sagen, aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach... Das ist eine ernste Sache. Mein Ruf steht auf dem Spiel. Ich habe vertraulich und unter vier Augen mit der Konsortin gesprochen. Und sie hat dieses Vertrauen missbraucht. Kein Problem. Ich werde mich darum kümmern. Und Sie verhalten sich in der Zwischenzeit am besten ganz ruhig. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was hat die Asari getan, dass Sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Viel Glück mit Ihrem Problem. Dankend verabschiedend. Ich danke Ihnen, Menschen-Commander. Auf Wiedersehen. Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kalen, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen, offen sprechend. Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Kalen? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Bedauernd. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, Din. Sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Erzählen Sie mir mehr von der Geschichte und Herkunft der Elkor. Die Elkor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadell-Sektors zu entdecken, als wir auf Asari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Zitadell. Stolz gesprochen. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadell zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Ich möchte gerne etwas mehr über die Elkor-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen.
Wir Elcor bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen. Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen. Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und Wünsche der Elcor-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was! Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, denn diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen, hysterischen Verdächtigungen. Dann haben wir es nicht zu sagen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Richtig. Alles Gute, Menschenkommander. Ich wollte doch mit denen Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Ja, kann er wirklich. Nun das gut. Das geht hier gar nicht. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Erdenclan-Mensch. Schlecht. Sie wirken immer genau so schlecht gelaunt und angespannt, Dean. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd zurechtweisen. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volos-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Was ist das für ein Ort? Sie befinden sich in der Botschaft der Völker Volos und Elcor. Ihren Botschafter finden Sie nebenan in seinem eigenen Büro. In diesem Gemeinschaftsraum unterstütze ich die Volos-Bürger, wenn ich nicht davon abgehalten werde. Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Geschichte, Kultur, Anime, Mu und was bist du? Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volos. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. What the fuck? Größere Stämme Erzählen Sie mir bitte. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadelle und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Botschafter. Was genau machen Sie hier? Ich versuche, die Interessen der Volos zu vertreten. Keine einfache Aufgabe, da der Rat es meistens vorzieht, uns zu übersehen. Tadelnd, zurechtweisend. Schon wieder? Der Rat hat eine hohe Meinung von Ihrem Volk. Sie sind ja so naiv. Der Erdenclan wird schon lange einen Sitz im Rat haben, bevor wir diese Ehre erfahren werden. Warum haben die Elcor und Volos keinen Sitz im Rat? Alle Völker müssen sich als geeignet beweisen, bevor sie einen Sitz im Rat bekommen. Aber das gilt natürlich nicht für den Erdenclan. Ablehnung zeigend. Ignorieren Sie den Volos-Botschafter einfach, Commander. Seine Ansichten entsprechen nicht der Wahrheit. Wirklich? Wie lange warten wir denn schon? Und wie lange sollen wir wohl noch warten? Es ist widerlich. Und es hat sowieso keinen Zweck, mit Menschen zu sprechen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. Jetzt sagt er auf einmal Erdling, was für ein Arsch.
So, dann hätten wir alles. Jo. Na, wegpacken wir so. Nee, Schiff verrennen. Ah. Top, 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 top. Auch dadurch? Nein. Na, natürlich nicht so. 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 Willkommen im Präsidium. Ich bin die Führerin. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Ich brauche keine Reiseleiterin. Laut unseren Aufzeichnungen ist dies Ihr erster Besuch. Verzichte. Es tut mir leid, wenn Sie meine Serviceleistung nicht als zufriedenstellend empfunden haben. Bitte reichen Sie alle Beschwerden in schriftlicher Form bei der Zitadell Tourismus- und Besucherabteilung ein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, da daran werde ich mit Sicherheit denken. So, Präsidium. Zitadell-Turm. Speichere Inhalte. Ah, jetzt bekommen wir gleich ein nettes Gespräch mit Leute. Das sehe ich schon. Wenn die hier schon so offensichtlich spielen, glaube ich. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit, halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garrus. Garrus. Commander Shepard? Garrus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit-Ermittlung gegen Saren. Klingt, als wollten Sie wirklich seinen Kopf. Ich traue ihm nicht. Irgendetwas an ihm ist faul, wie ihr Menschen zu sagen pflegt. Aber er ist ein Spectre. Es gibt keine konkreten Beweise. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie Ihnen zu. Ich würde versuchen. Sie wollen den Rat nicht warten lassen. Ich werde den Rat versuchen zu überzeugen. Weil das ist wirklich ein reines Arschloch, dieser Saren. Oder wie man den auch wieder immer nennen will. Moment, habe ich denn eine Map? Ah, habe ich. Vielleicht ist er wieder im Fernseher. Dort ist der Rat. So. Nein, ich möchte keine Waffe schießen. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es... So, ja, komm, geh mir direkt hoch. Anderson. Warum wollen wir jetzt nicht sprechen hören? Die Gate-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der die Zerstörung des Senders zuließ. Die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wo Nihlus tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Ich habe den Eden Prime-Bericht gelesen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Ich muss ihn dazu bringen, dass es öffentlich zeigt. Aber wie? Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung.
Es geht hier nicht um Shepherds Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit und meine.